So, liebe Leute, wir sind wieder zurück. Da. Der Rabbit und die, ne? Ja, immer noch Katrin. Katrin, genau. Ich habe übrigens rausgefunden, wie das Schieben jetzt geht. Mit meinem Controller geht es anscheinend nicht. Es geht nur über Maus und Tastatur. Und wir haben uns beschlossen, da wir das Spiel als zwei spielen wollen, bin ich hier der Angreifer, der die Viecher angreift. Sie ist die Hüpferin. Und somit spielen wir das Spiel zusammen. So, jetzt gehen wir bitte zu dem Stein. Und ziehen weg. Warum? Und reicht? Und jetzt hüpfe den über den Stein drüber. Und gehe auf die andere Seite. Nicht? Na, weil es nicht funktioniert, weil nur ich das kann, weil manche Tasten. Nee, ich meine, warum konnte ich vorher nicht drüber hüpfen? Kannst du schon. Soll ich jetzt da hoch oder was? Nein, da rein. Warum konnte ich nicht vorher drüber hüpfen? Na, weil der Stein in deinem Weg war. Ah, das ist das Ding. Der ist doch immer noch im Weg. Nein, doch nicht. Was ist denn das? Du hast einen Schlüsselstein gefunden. Schlüsselsteine werden benötigt, um Geistertore zu öffnen. Bedenke, dass für jedes Geistertor eine Anzahl an Schlüsselsteinen notwendig ist. Okay? Du hast es verstanden, ja? Mhm. Was mach ich jetzt? Nach links. Ja. Links? Genau. Hopp! Hopp! Und jetzt rechts, da hoch. Da hoch. Ich kann es so zeigen, wohin. Und Vorsicht. Ja, ich wollte dem Licht. Okay. Ist runtergefallen. Oh. Soll ich da rüberspringen? Dahin, genau, versuch's. Gut. Okay, hier hin. Warte, was ist da unten? So unten? Zu spät. Oh, da, geh rüber. Okay. Jetzt rechts? Geht's nicht mehr. Geht nicht weiter. Hui. Hüpfen und Hui. Hüpfen. Ja, das ist gut. Und jetzt? Und jetzt versuchst du. Hier erstmal hin. Hui. Genau, ich kann es so zeigen, wohin ist cool. So, weiter. Fetzt. Weiter. Einfach runter. Oh. Ah! Ah, was war denn das? Jetzt ausweichen müssen. Hm. Wie, sind wir jetzt tot? Ja. Nach links. Hier hoch. Mach was? Was? Achso. Der förderliche Strahl hat solche komischen. Ich die sind. Seh die gar nicht. Doch, muss man sehen. So, und geh nochmal zurück, jetzt geht's runter. Jetzt machen wir diesen Seelenbaum da an. Geh ein bisschen näher jetzt. Ausweichen! Ich seh das, diese Dinger, diese Streifen. Ich gucke immer auf das Vieh und sehe keine Streifen. Musst du aber gucken, wenn das Böse da ist, musst du auf das Böse gucken. So, geh mal da hin. Du musst mir das mal sagen, wenn du den, bevor du den angreifst. Okay, nicht da hoch, nicht da hoch. Ich find's auch lustig. Zu dem Baum. Dahin. Und jetzt hat man B gedrückt. So. Du musst mir aber sagen, bevor du den angreifst, dass ich ausweichen soll, dann gucke ich nämlich auch, wo ich ausweichen soll. Mhm. Ich gucke immer nur auf das Vieh und dann sehe ich die Dinger gar nicht. Das ist also das Sammelobjekt-Dings hier. Wir haben jetzt drei Wege, die wir gehen können. Wir gehen den Weg, wo wir. Das ist, glaube ich, das Heilen hier. Das ist der Heilweg. Ja, der Weg des Heilers, das ist der Weg des Entdeckers und das ist der Weg des Angreifens, dass wir stärker sind. Und ich würde sagen, da gehen wir, ich würde den Entdeckerweg gehen. Beide. Im Angreifer- und Entdeckerweg, würde ich sagen, oder? Was? Im Geister- und den Entdecker- und den Geisterweg. Dass wir hier beide kontinuierlich gleichzeitig halten. Weißt du, wie ich meine? Keine Ahnung. Nehmen wir jetzt den nächsten hier. Nehmen wir den jetzt hier. Das ist der, dass wir drei Flammen abfahren. So, okay. Dann los. Wir gehen jetzt nach links. In den kleinen Ori. Und dann springen wir ja hoch. Genau. Boing. Und nochmal. Boing. Hui. So, hoch. Hoch. Wir hoch. Müssen das Ding jetzt nochmal wiederholen. Genau, ne? Rüber. Und rüber. Hui. Und rechts. Und links. Und. So, ist auch schon da, sind Vieh gleich, ja. So, und jetzt schießt der Dinger ab. Siehst du das? Die musst du ausweichen. Genau, die dürfen uns nicht treffen. Die sind so säuremäßig so. Genau. Okay, einfach runter. Jetzt geht's zum Stein. Welchen Stein? Achso. Genau, und den ziehst du jetzt nach links. Genau. So, reicht. So. Hopp. Und einmal. So. Jetzt ist mal schon. So nach links. Und jetzt gehen wir hier so da hoch. Hupala. Und hopp. Und hopp. Und hopp. Der konnte sich gar nicht wehren.
Und hopp, und hopp, und hopp. Gut. So, jetzt wieder zurück. Und hopp, und hopp, und hopp. Und jetzt gehen wir hier unten weiter. Nur auf die Stacheln musst du aufpassen. Soll ich da drüber springen? Mhm. Ah. Nochmal. Ah. Hui. Das war aber weit. Noch raus. So, und jetzt hier drüber. War das hier ein Lebenspunkt wieder? Mhm. Den ich gerade vergeigt habe. Ja, vorsichtig, nicht so schnell. Oh, ein Geistertor. Das Geistertor blockiert den Weg. Vor den Tagen des Verfalls waren die Tore ein sicherer Schutz. Die erforderlichen Schlüsselsteine müssen ganz in der Nähe sein, um den Geisterbaum zu erreichen. Wir müssen die Geisterhöhle passieren, der hinter diesem Tor liegt. Okay. Passieren? Na dann. Durch Sieb oder was? Drücke X, um das Tor zu öffnen, also die blaue Taste. Eins und noch ein. Zwei. Okay. Puh. Gut, geh hindurch. Das Geistertor. Vorsichtig. Ist da was Basis? Oh, ist was dunkel. Nein, ist es okay, ein Schatten gewesen. Oh. Uhu. Achso. Geisterhöhle, Hohlhain. Also hier müssen wir lang, wenn wir Dingens da wollen, dann wollen wir zu den Hohlhain wollen und da müssen wir lang unsere Geisterhöhle wollen. Wir wollen zur Geisterhöhle bei mir. Ein Wegweiser, sehr cool. Ah! Puh. Junge, Junge, Junge. Das ist ein Vieh, oder? Er leuchtet mal. Das ist eine Blume. Geisterhöhle. Oh, kann man das angreifen? Den auch noch machen da unten? Da musst du runterspringen. Nee, ich bring erstmal hier hin, um Lebenspunkte zu bekommen. Ah, das ist das nächste Geistertor. Brauchen wir auch Schlüssel, wir haben keine Schlüssel mehr. Schlüssel sind da oben. Brauchen zwei Stück. Wo hol ich die her? Oh, nimm mal mit. Wie? X. Geht nicht? Scheiße. Jetzt hast du das Ding da reingemacht. Okay, geh raus. Was hab ich da reingemacht? Das Ding, mein Flammending. Ich hab das da reingemacht. Ja. Also. Nein, das kommt nicht. So. Da unten. Nein, da musst du näher ran. Ja? Nee? Rechts? Genau. Hab's. Was machen die Dinger, die da wieder reinfliegen? Was? Was machen die Dinger, die reinfliegen? Reinfliegen? Was ist denn das? Oh, das ist ein Energiesplitter gefunden. Energiesplitter stellen die Energie von Oris Energiezellen wieder her. Mhm. Bring mal rechts. Rechts. Achso, du meinst das hier? Ja. Ich zeig beim nächsten Mal drauf am besten. So. Was dann kommt hier, was immer reinhüpft in mich? Das ist ein Energiepunkt, das sind die. Was? Das da. Du musst ein bisschen hier hin. Hier so. Genau. Oh. Das sind diese Punkte, die hier reingehen. Und dann kriegen wir so einen Fähigkeitspunkt, wo wir dann die Flammen holen können oder die Entdecker-Dinger, weißt du? Diese Entdecker-Dinger sind das hier. So, genau. Oh, da können wir noch ein paar einsammeln hier. Sehr schön. Ich würde sagen, wir gehen unseren Weg erstmal weiter, oder? Mhm. Sollen wir erstmal rein. Genau. Nee, hier lang. Ach, den unteren Weg meinst du? Übrigens, falls ihr euch wundert, wir spielen, sagen gerade, oh, gleich hoch. Ich wollte ja angreifen. Ich komm da nicht hoch. Reicht ja auch so. Oh, das ist ein Energiesplitter. Kommt der her, plötzlich wieder? Hä? Kommt der plötzlich alle wieder her? Ich spiele jetzt gerade so zweit, indem dass ich mit der Maus angreife und sie rennt halt. Nee, rechts. Oh. Und dann hier runter. Genau. Genau. Was hast du denn gefunden? Was ist das? Ori, dies ist ein Kartenstein. Eine der vielen uralten Markierungen, die dazu dienten, eine Landkarte des Waldes Nibel anzufertigen. Nibel? Während er wuchs. Ein Teil fehlt. Wenn wir das Kartensteinfragment finden, sind wir vielleicht in der Lage, ihn zu reparieren. Okay. Also wir müssen jetzt so ein Stückchen finden. Denke ich mal schon, ja. Drücke X um einen Karten... Nein, haben wir noch nicht. Haben wir null. Das ist eins, oder? Das ist eins? Ah, das ist ein Seelenstein, okay. Wie komme ich denn da hin? Noch nicht.
anscheinend, den doch nicht. Na, lauf doch mal. Wo gehen wir jetzt lang? Ja, noch links wollte ich schwachen. Weiter nach links. Oh. Na, genau reingelaufen. Ich habe wieder nur auf das Tier geguckt. Sag mal nach rechts, da gucken wir die mal platt machen hier schnell. Guck mal, hier ist was. Das war so. So, jetzt. Okay, jetzt. Und die Pflanze da oben noch. Genau. Sehr schön, okay. Jetzt ist es zurück. Nee, nicht hoch. Komm ich da nicht hoch? Da lang erstmal. Da ging es doch nicht lang. Doch, Vorsicht. Ach so, ja, ich muss ja wieder ausweichen. So, wie kommst du hier drauf? Okay, warte. Kannst du hier runter? Geh mal hier runter. Na, geh nochmal noch eine Runde. Geh das mal hoch. Von hier nach dort? Rüber? Nee. Von da nach. Von da nach. Wieder bei der Gegenlatscht? Ach nee, genau, hier drauf. Hier drauf. Hier, den Ding. Musst du Anlauf nehmen. Ja, nee. Oh. Na, gehen wir doch unten lang. Oh, ist das schwierig. Ausweichen. Schon tatsächlich. Soll ich hier ausweichen? So, gut. So. Ich hab das mit dem Ausweichen irgendwie nicht so. Da kann ich drauf springen, ne? Mhm. So, machen wir das hier. Sehr schön. Okay, da ist runter. Und runter. Und runter. Und überspringen. So, ich würde sagen, warte. Da kann ich dran, ne? Da kann man mal hier drückt. Nee. Machen wir mal gespeichert hier. Genau, ich kann so dran springen. Obwohl, Lila, hilf mir auf. Das ist, halt mal B gedrückt, um Fähigkeitsbaum aufzurufen. B drücken wir schon mal. B. Genau. Also, jetzt kommen wir nämlich, lässt die meisten einsammelbaren Gegenstände auf einer Karte erscheinen. Würde ich sagen, oder? Oder erhöht die Stärke der Geisterflamme? Was sagst du? Was macht denn die Geisterflamme? Die Geisterflamme ist was so. Das ist die Stärke. Wenn die stärker die ist, erstmal stärker machen, oder? Ja. Okay. Dann schießen die nicht so zurück. Die schießen schon zurück, nur ist mal ja, ab und zu aber mal. Wenn die gleich beim ersten Mal tot sind, dann nicht das mehr. Das stimmt. Und das soll ich aufheben hier? Noch nicht, wir haben ja noch genug Lebenspunkte. Wir haben drei Stück jetzt hier, das siehst du ja. So sind die Lebenspunkte. Mhm. Ah, das habe ich gar nicht gesehen. Kannst zurück in den Lebenspunkt holen. Ups. Schatz! Der hüpft nicht! Der ist nicht gehüpft. Damit wirst du hüpfen, ne? Nicht damit. Ich weiß nicht, womit ich gehüpft bin. Entschuldigung. Nee, jetzt brauchst du nicht mehr. Wie jetzt? Das sind drei Leben. Da unten sind die Lebenspunkte. Du hast gesagt, ich soll den holen. Ja, dann wohl noch. Ich hab doch keine Ahnung. Hopf. Ja, was ist denn das da oben? Hast du das gesehen gerade? Guck mal hoch. Einfach nur hochgucken. Nicht drauf sehen, bitte. Hüpft der denn nicht? Nicht hüpfen, einfach nur hochgucken. Nicht hüpfen, hochgucken. Siehst du das? Da leuchtet das. Die ganzen Lebenspunkte kaputt. Ja, ohne Scheiß. Siehst du das Leuchten hier? Ja. Ich bring mal, geht das? Krieg mich, okay. Dann gehen wir weiter hier runter, langsam. Vorsichtig. Oh, was ist das? Da waren jene, die sich der Hoffnung zuwandten. Als sie sie verwüstete und tötete. Ah, das Licht des Geisterbaums lebt in uns allen. Er ist der Grund dafür, dass wir leben. Er ist der Grund dafür, dass wir wachsen. Als er vor vielen Jahren dazu aufrief, nach dir zu suchen, wurden wir von unserem Feind angegriffen, verwundet und getötet. Nun sind die Stammbäume alles, was noch übrig ist. Komm jetzt näher und spüre das Licht von viel, dem Geist darin. Du hast Wandersprung erlernt. Um diese Fähigkeit zu nutzen, musst du dich unter Verwendung von bla 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 zu einer Wand hinbewegen und dann wiederholt A drücken, um dann nach oben zu springen. Also einfach, dass es halt laufen, dass du wieder halt läufst. A musst du gedrückt halten, so drücken, um hochzuspringen. Mehrmals drücken halt. Cool, jetzt können wir klettern. Seelenverbindung ist bereit.
Du hast eine Energiezelle gefunden. Jetzt kannst du mehr Energie einsammeln und nutzen. Denk daran, dass du mit Energie die Seelenverbindung erzeugen und dein Spiel speichern kannst. Wollen wir speichern? Mach nicht. Warum nicht? Mach nicht. Speichern ist doch immer gut. Na, besser. So, wir können nämlich nicht im Ende, wir können nur zweimal speichern. So, okay, los. Soll ich hochklettern? Geht nicht. Oh, war falscher Knopf. So, rechts. Ich weiß, wo wir hingehen könnten. Vorhin war doch so eine Stelle, wo der Baum war, der Tempel, da war doch nichts irgendwo hoch. Ich konnte nicht hochspringen, weißt du noch? Jetzt können wir ja da hochspringen. Ich dachte, wir können vielleicht schweben oder sowas, weißt du? Oh, jetzt hast du mich abgelenkt. Das habe ich nicht gesehen. Und das war da oben? Ah, da konnte ich nicht klettern, ging ja nicht. Ich bin immer so unvorsichtig. Das ist schon eine richtige Blase. Ah, ist wirklich stärker geworden. Springen nicht vergessen hier, ne? Böse. Anlauf nehmen, dann müssen wir nicht schlecht. So, jetzt da hoch. Ah. Hast du mich jetzt abgeschossen? Nein. Sie hat abgeschossen. Sehr schön. Hoch. Und. Ah, muss kombinieren. Ah. Hört man das eigentlich, wie ich hier in die Tasten klopfe? Keine Ahnung. Und. Warte, jetzt? Ja, gut. Mach's gut. Okay, kannst du. Ich will da hochhüpfen. Soll mich wieder klettern? Okay. Jetzt muss ich nicht aufpassen. Nach mal dahin? Dort mal? Nee, dahin und dann von dort nach dort. Ah! Das ist gar nicht so einfach, hä? Nee. Ich wusste, dass das nicht einfach ist. Na, wir lernen es dann irgendwann. Jetzt? Ja. Ah! Und nochmal. Und hopp. Ah. Und hopp. Ja. Na. Ah, ah. Und hopp. Okay. Okay, okay. Und rechts. Ja, 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 ja. Ich muss jetzt gerade einen A haben. So. Und jetzt gehen wir nach links. Ja. Komm, wow. Hab ich ihn? Ich hab ihn. Da liegt das Zeug. Und jetzt, warte, hier, jetzt vielleicht hoch. Geht das? Nee. Noch nicht, ne? Geh weiter nach links, vielleicht ist da noch was. Nach links. Achso. Vorsicht. Da ist jemand. Komm mal drauf. So, ich muss jetzt durchlaufen. Ah! Jetzt mach ich nicht so schnell. Mach nicht so schnell. Greifen die an? Die greifen nicht an, die muss man ausweichen. Oh, hier ist ein Seelenstein. Ne, was war denn das? So Lebens. Geh weiter. Weiß schon nicht. Na, versuchst du mal irgendwie anders? Nein. Na, da so, geht nicht. Also komm jetzt noch nicht lang. Geht's noch nicht lang. Dann geht's nach rechts mal. Hab. Hab. Und. Hoch, runter, links. Hochspringen. Rüber. Und da. Ah stimmt, da hoch kamen wir ja eh. Noch nicht. Komm mal später, denke ich mal, vielleicht. Komm mal später, denke ich mal, kann man auch leider finden. So, bla. Da kannst du den nutzen, ne? Mhm. Geh mal runter. Runter. Und nach rechts. Rechts. Einfach nach rechts mal. Ging es irgendwo hoch vorhin, oder? Wollen wir was aufladen oder irgendwas? Geht nicht. Wir haben kein Fragment. Ah, okay, da geht es nicht weiter. Links. Nach links. Da geht's nicht. Sagen. Aber, warte mal kurz. Muss ich sagen, ein bisschen stoppen. Haben wir das 20 Minuten geschafft? Echt? Ja, Wahnsinn. Wie spielen wir denn schon? 40 Minuten. Leute, bis zur nächsten Folge. Es macht auf jeden Fall Spaß und